Endlich ist es wieder soweit. Endlich wieder Bundesliga-Fußball. Für mich geht's heute nach Bochum. Erster Spieltag. Mainz 05 versus VfL Bochum. Neuer Stadion-Vlog. Ich bin natürlich für euch am Start. Let's go. Ich bin sowas von hyped. Ab geht's. Die Sachen sind gepackt. Ticket ist natürlich auch ausgedruckt. Und ja, jetzt kann es endlich losgehen nach Bochum. Noch befinde ich mich auf der Raststätte. Ich werde jetzt abgeholt von einem lieben Kollegen. Danke, dass du mich mitnimmst nach Bochum. Also wirklich, Ehre geht raus. Sein Instagram ist ja auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ein richtig cooler Fotograf. Hat auch das ein oder andere Foto von den Mainzern schon geschossen. War auch beim Trainingslager dabei. Richtig cooler Dude. Nimmt mich heute mit nach Bochum. Leute, ich bin super, super hyped. Also wirklich. Ich war ja auch schon gegen Aue dabei. Das Video habt ihr ja leider nicht sehen können. Aus genannten Gründen, die ich auf Instagram ja in der Story gesagt habe. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, macht das unbedingt. Da kriegt ihr immer die neuesten Infos. Und ja, für mich geht es das allererste Mal nach Bochum. Ich war noch nie, also ich war schon im Ruhrpott, aber ich war noch nie in Bochum, in der Stadt und im Stadion. Deswegen ist es für mich heute noch ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich freue mich riesig drauf. Endlich wieder Fußball, endlich wieder Bundesliga. Ja, ich bin einfach unfassbar hyped. Es sollten ja auch alle in Rot kommen. Das habe ich natürlich auch eingehalten. Leider darf ich aber nicht mit Gästekleidung in den Block, wo ich bin. Ich bin natürlich nicht im Mainz-Block, aber ja, ich habe trotzdem mir was Rotes angezogen, um die Vorgaben von Heidel, der das ja vorgegeben hat beim Sommerfest, einzuhalten. Deswegen habe ich trotzdem was Rotes angezogen. Ich hoffe, das geht fit. Und ja, jetzt geht es für mich ins Auto und dann endlich Richtung Autobahn und ab nach Bochum. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg in Richtung Bochum. Sind schon ein Stückchen gefahren. Ihr habt es ja gerade Zeitraffer gesehen. Viel Verkehr auf jeden Fall. Man weiß, wo man ist. Wir sind gerade hier in Richtung Köln unterwegs. Köln, kommt gerade an Köln vorbei, Richtung Leverkusen. Und die Leute, die hierher kommen, die werden es wissen. Es ist einfach nur viel Verkehr. Aber was soll man machen? Wir kommen dem Ziel immer näher. Halb eins so etwa sind wir dann endlich in Bochum an der Arena. Wir machen zwischendrin nochmal Pause. Da melde ich mich dann nochmal. Wetter ist gut, Wetter passt, die Sonne ist ein bisschen draußen, aber wie gesagt, meiner Freude nimmt auch das Wetter nichts ab, weil ich freue mich so sehr auf dieses Game, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Endlich wieder Fußball, so lange haben wir gewartet, also wirklich die Sommerpause war ja ewig und dass es jetzt endlich wieder losgeht, ja, ich glaube, da sind wir alle heilfroh und ich nehme euch natürlich mit, wie immer. So, kurz vor Bochum haben wir nochmal Rast gemacht, haben uns nochmal überlegt, kurz Pause zu machen, kurz Pipi und dann wirklich auf der Zielgerade nach Bochum. Und ja, den ein oder anderen Mainzer Fan schon getroffen, hier auf der Raststelle. Also es kommen ja, glaube ich, 1300 Zuschauer oder so, keine Ahnung. Also ein paar Leute haben wir hier schon getroffen, die sich mit uns auf den Weg gemacht haben quasi. Und jetzt geht es dann endlich auf die Zielgerade nach Mainz und endlich geht es jetzt los wieder auf die Zielgerade nach Bochum natürlich, meine ich. Im Hintergrund könnt ihr es erkennen, wir sind angekommen in der Vonovia, im Vonovia, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, Vonovia Ruhrstadion, wir sind endlich da. Ja, ich bin so hyped, das kann man sich, diese Spannung, wenn man ins Stadion läuft und diese Spannung, wenn man dann aufs Stadion zuläuft, da steigt die Stimmung so geisteskrank, also ich freue mich so riesig, auch endlich in dieses Stadion zu gehen und das jetzt auch mal so zu sehen, also einfach nur geil. Jetzt. Hier haben wir die beste Mitfahrgelegenheit, die es nur gibt. Bester Fahrer hat uns hier sicher nach Bochum kuschiert und haut jetzt für euch mal seinen Tipp raus. Auswärts ist laut letzter Saison echt schwierig, aber ich bin optimistisch und es wird für uns ein 3-1. So Leute, ich bin endlich drin im Stadion. Ganz oben, wie es gehört, also wirklich in der allerletzten Reihe. Ich muss schon sagen, ihr habt ja das Stadion gerade ein bisschen gesehen, das Stadion hat schon irgendwie ein bisschen Charme. Also es ist so alt und überall sind so Glasscheiben ganz oben, Sitze sind dreckig. Also es ist wirklich ein richtig altes Stadion. Ich will jetzt Bochum in keiner Weise fronten oder so, weil ich liebe ja so alte Stadien. Vor allem, es ist mitten in der Stadt, das finde ich richtig geil, dieser Flair. Aber man merkt halt schon, dass das Stadion hier echt in die Jahre gekommen ist. Aber sowas ist eigentlich richtig geil und ja, ich bin echt hyped aufs Spiel. Die Stimmung soll ja richtig, richtig geil sein.
1500 oder 1300 Mainzer sind da, also für unsere Verhältnisse eigentlich echt okay. Ein paar von euch habe ich auch schon getroffen. Liebe geht an euch raus, dass ihr mich angesprochen habt. Wie gesagt, ihr wisst es, ihr könnt mich immer ansprechen, ihr könnt mich immer nach dem Foto fragen. Ich freue mich immer, euch auch mal zu sehen. Und ja, genießt jetzt hier noch ein bisschen diesen Vibe vom Ruhrstadion und meldet mich dann. Aber ich muss schon sagen, Leute, das Stadion ist relativ klein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele hier reingehen, aber ich habe eigentlich einen echt perfekten Platz ausgesucht. Also man sieht hier wirklich perfekt das Feld im Hintergrund. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber hier sind ganz schön viele Wespen und Bienen überall. Und ich hoffe, dass ich mal hier nicht gestochen werde. Aber ich werde mich da ein bisschen zurückhalten und mal lieber kein Bier hier holen, weil hier ist echt alles voll. Wie gesagt, einen gewissen Flair hat es ja irgendwie. 1 Stunde 22 bis Anpfiff, also haben wir noch ein bisschen was. Ich genieße weiter diesen Flair hier und vor allem habe ich hier einen ganz netten Ordner neben mir stehen, der hier mich ein bisschen unterhält. Ganz netter Typ und weiterhin, ja, mein Spieltagstipp und die Aufstellung. Da bin ich auch ganz drauf gespannt. Vielleicht gibt es ja dieses Mal ein paar Neuzugänge. Leitch wird an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Ich nehme an, dass er spielen wird und ja, das alles gibt es dann gleich von mir. Ich bin einfach nur wirklich unheimlich froh, dass ich hier sein kann und hier sein darf und das Spiel genießen darf. War noch nie hier, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, lohnt sich. Jetzt muss nur noch die 3 Punkte nach Hause gebracht werden, wie es gehört. So, die Aufstellung ist da. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, seit einer Stunde oder so. Was soll ich sagen? Es ist eine ganz, ganz wilde Aufstellung. Fulgini im Sturm, unser Neuzugang, erstmal dabei von Anfang an. Burkhardt irgendwie nicht dabei, ich weiß nicht, ob er verletzt ist, ich habe jetzt nichts mitbekommen eigentlich. Unser Lieblingsspieler, die Nummer 42, ist natürlich mit am Start. Stach spielt, Fernandes spielt auch über außen. Ich weiß nicht genau, wie man unseren Neuzugang ausspricht, aber Anthony Cassi, hoffe ich mal, sitzt auf der Bank, war ja ein bisschen verletzt, hat ja nicht so viel mittrainiert, ist aber auf jeden Fall dabei. Burkhardt leider nicht, wie gesagt, aber es ist eine ganz okaye Ausstellung. Ich bin sehr gespannt, was unsere neue Nummer 10 da oben macht. Ich bin einfach gehypt auf dieses Spiel, was soll ich sagen. Die Ausstellung macht mich noch geiler auf dieses Spiel als ohnehin schon. Mein Spieltagstipp gibt es dann kurz vor Anpfiff. Die Spieltagsbrille ist ja schon aufgesetzt und auch die Ultras von Mainz, also die Mainzer, das füllt sich so langsam alles. Die Kurve von Bochum füllt sich auch so langsam. Die Stimmung ist auf jeden Fall mega geil, muss man wirklich sagen. Also gut ab für so ein kleines Stadion. Richtig, richtig geil. Das Flair, wie gesagt, dieses Stadion, dieser Flair ist einfach mega geil. Hier hinten auch hinter mir, das sieht man jetzt leider nicht genau, aber ist auch ein Gefängnis einfach. Das ist ja wirklich mitten in der Stadt, das Stadion. Also es ist schon was Besonderes. So, die Arena füllt sich. So langsam wird es, glaube ich, Zeit für meinen Spieltagstipp. Wie gesagt, die Brille ist aufgesetzt. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Gerade eben haben die Bochumer ganz schön ihr seid nur ein Karnevalsverein gesungen und ich glaube, dass der Karnevalsverein hier wirklich heute das Ding hier mega rocken wird und hier ein 2-0 raushauen wird. Ich tippe 2-0 für Mainz. Hack schießt ein Tor, Leute. Hack schießt heute ein Tor. Ganz wilde Prediction. Die Mainzer sind soweit alle fast da. Die Stimmung ist geil, passt alles. Ich freue mich jetzt so langsam echt aufs Spiel. Noch eine originelle Sache, die ich entdeckt habe in diesem Stadion, was da ohnehin schon sehr originell ist. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Leute. Da ist einfach eine Couch oder so, also da sitzen irgendwelche Leute drauf und ist irgendwie eingerichtet wie so ein Wohnzimmer oder so, also es gibt echt originelle Sachen, die man hier entdecken kann. Mega geil, Samstag 15.30 Uhr, beste Anstoßzeit, die es gibt. Come on!
30 Minuten oder so, war schon mal so eine Situation, wo Zentner voll weit draußen gestanden hat. Jetzt haben sie es ausgenutzt. Ich kann es nicht fassen. Also so lost, so dumme Tore. Auswärts so dumme Tore zu kriegen. Ist so bitter. Im Ruhrstadion 1-1 steht. Mainz war so gut im Spiel, also wirklich nach dem 1-0 auf jeden Fall super im Spiel gewesen. Viele Chancen sich gut erarbeitet, nach vorne gespielt. Zentner, das nächste Mal macht das besser. Wir wissen ja, was er kann, deswegen kann man ihm das auch verzeihen. Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt hier auswärts einfach mal den Sack dann auch zumachen. Also wirklich auch die Dinger mal machen und die Chancen, die wir uns hart erarbeiten, dann halt auch mal ausnutzen. Aber wie gesagt, so Treffer passieren, dürfen nicht passieren, ganz klar. Aber ja, es ist passiert, man kann es nicht mehr ändern. Bitter ist es auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Also, es gibt viel, viel Chancen, Stimmung ist top auf beiden Seiten. Mal schauen, was die zweite Halbzeit so bringt. Aber ich gehe davon aus, dass die Mainzer das machen, weil die haben hier heute echt, sie sind da, sie sind auf dem Platz. Und sie haben auch die höhere Individualität, also die höhere individuelle Stärke. Und ich hoffe, dass sie das auch ausspielen können auf jeden Fall. Also mal sehen, was die zweite Halbzeit ist. Leute, ich melde mich auch noch mal dann zum Ende hin. Die Sonne geht gerade richtig schön unter. Ich bin schon fast zu Hause mittlerweile. Hab ein bisschen entspannt im Auto, nachdem wir endlich
nachdem wir endlich mal auswärts gewonnen haben. Wir haben einmal einen Auswärtssieg geholt und das noch zum Start der Saison. Ich glaube, besser geht's nicht. Ich meine, Auswärtssiege waren ja nicht immer so unser Ding in der letzten Saison und jetzt haben wir es endlich mal geholt und ich bin überglücklich. Es war, ich glaube, für alle, die es gesehen haben im Stadion oder jetzt auch per Zusammenfassung oder in meinem Video, die werden sehen, dass das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit nicht ganz so stark war. Die erste Halbzeit habe ich ja noch ein bisschen gesagt, ja, Mainz, oha, war echt gut, die waren gut im Spiel. Aber die zweite Halbzeit ging gar nichts mehr. Also mir gefällt es halt eher nicht so, dass Mainz den Gegnern vor allem auswärts so viel Ballbesitz gibt. Wir haben den Gegnern echt richtig viel Ballbesitz gegeben und man hat aber gemerkt, am Ende dann so die letzten 10 Minuten, dann war Mainz läuferisch besser. Man hat gemerkt, Bochum hat viel den Ball gehabt, ist viel gelaufen und dann kam natürlich dieses Tor von Karin Onisivo, das war ja eine Erlösung eigentlich und ja, am Ende gewinnen wir 2-1 auswärts. Das war eine mega geile Auswärtsfahrt. Ich habe eine mega geile Truppe im Auto. Wie gesagt, danke an Leon, dass du mich mitgenommen hast. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Also wirklich einfach nur genial. Hier geht geniale Saison. Es war ein perfekter Tag. Die Stimmung war geisteskrank. An den Fans hätte es heute auf jeden Fall nicht gelogen, wenn gelegen, wenn wir jetzt verloren hätten oder unentschieden gespielt hätten. Die Fans haben ja heute wirklich richtig krass Stimmung gemacht. Also Props an alle, die da waren. Mega, mega geil und ja, ich freue mich auf das nächste Heimspiel gegen Union Berlin, glaube ich. Da wird natürlich auch ein Video kommen, ihr kennt es. Und würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu auf diesem Kanal seid und euch die Videos gefallen. Lasst ein Like auf diesem Video da, falls euch das gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt, ob ihr da wart. Schreibt, wie ihr das Spiel fandet. Also alles Mögliche. Lasst einen Kommentar auf jeden Fall da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lassen würdet. Und ja, das ist mein Fazit zum Spiel. Wir gewinnen 2-1 gegen Bochum. Auswärtssiege sind schön. Man kennt es. Und ja, hoffentlich klappt auch alles mit dem Video, weil gegen Aue hat es ja leider nicht geklappt, aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da für euch. Ich werde jedes Spiel mitnehmen und bin dann auch raus für heute. Ich glaube, einen besseren Hintergrund gibt es gar nicht und verabschiede mich. Das war's mit dem Video. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.